Ein Testspiel-Doppelpack am Mittwochabend für das Team von Viktor Skripnik. Erst gegen 1860 München und dann noch gegen die Zillertalauswahl. Gegen 1860 vertraute er auf das Sturmduo. Di Santo Uja und Franco Di Santo legte mal ordentlich los. Noch keine zwei Minuten gespielt und der Argentinier nagelt den Ball zum 1:0 ins Netz. Viktor Skripnik hatte das Team ordentlich durchgewürfelt. Gegen 60 durften Franco Di Santo und Anthony Uja ran. Und Franco Di Santo erzielt hier einen wunderschönen Treffer. Überhaupt harmonieren Franco Di Santo und Anthony Uja schon richtig gut zusammen. Der Ball von Clemens Fritz auf Franco Di Santo, der weiter auf Anthony Uja. Ortega und dann versucht sich nochmal Di Santo. Und zu guter Letzt Philipp Backfriede. Die Brechstange wurde rausgeholt, aber toll das Zuspiel von Di Santo in den Lauf von Anthony Uja. Und da hätte er, statt draufzuhalten, mehr überlegt abschließen können. Die Setzger aus München, extra für dieses Spiel angereist, hatten ihre erste richtig nennenswerte Gelegenheit in der 25. Minute. Und Felix Wiedwald muss sich da schon gewaltig strecken. Der Nachschuss brachte dann nichts mehr ein, aber tolle Parade von Felix Wiedwald, der in diesem Spiel über die kompletten 90 Minuten zum Einsatz kam. Keine 60 Sekunden später Werder mit der nächsten Gelegenheit. Der Ballgewinn von Slatko Junuzovic. Franco Di Santo steckt durch, wieder auf Junuzovic. In der Mitte wartet Uja. Was für eine Riesengelegenheit des Nigerianers. Da wäre Steffen Ortega natürlich machtlos gewesen. Schöner Ball zurückgelegt von Slatko Junuzovic. Und Anthony Uja kann den Ball nicht mehr kontrollieren. Die Münchner Löwen hatten ihre Möglichkeiten. So wie der 31. Minute. Okotie zurück auf Daniel Adlung. Und da hätte er wirklich mehr draus machen können. Schönes Zuspiel von Okotie und Adlung verpasst den Ausgleich. Trotz der schweren Beine, bei all den Trainingsbelastungen der letzten Tage, spielte Werder hier richtig guten Fußball. Theodor Gebreselassie holt sich den Ball. Sieht in der Mitte Maximilian Eggestein im ersten Versuch. Im zweiten Versuch trifft er das 2:0 durch Werders Youngster. In der 35. Minute Maximilian Eggestein erhöht 10 Minuten vor der Pause. Natürlich auch ein Kompliment für Gebreselassie für diese Vorarbeit. Schauen wir nochmal auf Anthony Uja, auf sein Leistungsprotokoll in dieser Partie. Die 38. Minute, da ist Uja gegen ein, gegen zwei Münchner, dann gegen drei, fast gegen vier Gegenspieler. Und dann pfeift der unparteiische Walter Altmann auch noch ab. Ein Handspiel soll es von Uja gewesen sein, aber eine starke Leistung. Und es zeigt einmal mehr, wie gut sich Uja mittlerweile bei Werder Bremen zurechtfindet. Die Münchner Löwen nach dem Relegationsspiel quasi mit einem Neuanfang dieses 0:2 zur Pause natürlich nicht zufriedenstellend. Und Werder hatte in Durchgang 2 sogar die Möglichkeit, diese Führung weiter auszubauen. Wir machen einen Sprung in die 62. Minute. Franco Di Santo erobert den Ball, sieht Anthony Uja durchstarten. Uja gegen Ortega, aber der Unparteiische entschied auf Abseits. Ansonsten hätte es 3:0 gestanden. Wie gesagt, Franco Di Santo und Anthony Uja, die beiden harmonieren schon prächtig zusammen in Werders Offensive. Eine Viertelstunde vor Ende hat Slatko Junuzovic nochmal die Möglichkeit, sich zu zeigen. Freistoß, ideale Position für den Österreicher. Stefan Ortega muss da aber nicht mehr eingreifen. Das Spiel neigte sich so langsam dem Ende entgegen. Bei Werder nahmen sie natürlich nun an den Gang raus. Kein Wunder, es warten noch ein paar Trainingseinheiten auf die Spieler von Viktor Skripnik. Und dann passiert auch mal sowas. Gebreselassie in den Lauf von Stefan Hein. Pavlovic versucht noch zu retten, der Ball aber landet im Netz. Wiedwald geschlagen, Pavlovic geschlagen. 1860 München verkürzt auf 1:2. Gut 7 Minuten vor dem Ende. Werder mobilisierte noch einmal alle Kräfte. Genau das, was Viktor Skripnik sehen will in dieser Vorbereitungsphase. Es läuft die letzte Minute dieser Partie. Theodor Gebreselassie im Zusammenspiel mit Uja. Uja lässt wunderbar durch. Florian Grillitsch das 3:1. Grillitsch kam im zweiten Durchgang für Philipp Backfriede in die Partie. Und hier macht es Uja genau richtig. Vielleicht doch noch ein kleines Zuspiel, weil er den Ball noch berührt hat.
Es war der Schlusspunkt in einer mehr als unterhaltsamen Partie, in der Werder Bremen gegen 1860 München verdient mit 3:1 gewinnt. Werder ist in jedem Fall auf einem guten Stand in der jetzigen Vorbereitung.